Demokratie oder Freiheit? Teil 6 Zusammenfassung. Unsere Prämisse lautet: Alle Menschen sind mit gleichen Rechten und gleicher Würde geboren. Daraus folgt: Kein Mensch darf über einen anderen herrschen. Daraus wiederum folgt: Auf Herrschaft beruhende Gesellschaftssysteme, also die Archien und Kratien, haben keine Legitimation. Gerechtigkeit folgt aus dem offenkundig von allen Menschen empfundenen Naturrecht des Selbsteigentums und lässt sich durch die goldene Regel beschreiben. Da sich viele Menschen weigern, stets der goldenen Regel zu folgen, und da sie meist Sicherheit der Freiheit vorziehen, erscheint eine freiheitliche Gesellschaft als Utopie. Möglich und notwendig erscheint dagegen die real existierende Gesellschaftsordnung von einer repräsentativen in eine direkte Demokratie zu überführen und gleichzeitig den Menschen Schritt für Schritt mehr Freiheit und Eigenverantwortung zu gewähren. Das heißt, immer mehr Entscheidungen nicht demokratisch für alle zu fällen, sondern sie dem Einzelnen entsprechend seiner naturgegebenen Freiheit und Würde zu überlassen. Ob die goldene Regel eines Tages nicht nur ein frommer Spruch im Poesiealbum sein wird, sondern gelebte Überzeugung, lässt sich bezweifeln, aber erhoffen. Das Schlaraffenland gibt es nur im Märchen. Doch eine freie Gesellschaft wird mehr Wohlstand, einen größeren Kuchen, produzieren als eine unfreie. Und nur sie ist mit Gerechtigkeit und Menschenwürde vereinbar.